Hallo und herzlich willkommen, ich bin Slobaka. Weiter geht's mit Farthest Frontier. Und eigentlich wollte ich mit einem Blick auf eins unserer Zuschauerkinder beginnen, aber die scheinen alle immer zu Hause rumzusitzen. Tobias sitzt hier und sucht nach einer Unterkunft mit 5 Jahren und auch seine Kollegin hier, Mara Lovely Cat, sucht auch nach einer Unterkunft mit 5 Jahren. Vielleicht finden sie ja zusammen, das wäre doch schön. Aber solange sie nicht arbeiten, scheinen die einfach immer zu Hause rumzusitzen. So, nochmal vielen Dank für die Hinweise und so weiter. Ich denke mal, jetzt ist das hier schon wieder weg, das wollte ich euch noch zeigen. Erzähle ich euch gleich. Vielen Dank für die Hinweise, zum Beispiel, dass ich die Gebäude auch verschieben könnte. Das wäre ja klug gewesen für den Schuster und auch für unser Wohnhaus, was wir hier abgerissen haben. Das habe ich leider nicht gewusst. Und insofern vielen Dank. Und wenn da mal ein kleiner Spoiler dabei ist, ist das auch überhaupt nicht wild. So, hier lag gerade Sand auf diesen Dingern rum. Schon wieder ein Raubtier. Jetzt schon am Anfang der Folge, verdammt nochmal. Hier liegt auch Sand rum. Ich weiß nicht, ob die hier die ganze Zeit Sand ein bisschen abtragen. Ich wollte nämlich gucken. Oh, die Bodenwelke. Wieso ist da was von betroffen? Wir hacken doch nur. Eine Sekunde. Also, es lag Sand auf dem Feld und ich habe mich gefragt, ob sie schon ein bisschen Sand hier mit reingemischt haben oder ob sie das einfach beim Jäten rausgeholt haben. Das müssten wir mal beobachten. Jetzt muss ich mir das hier mal anschauen. Es gibt eine Bohnenwelke derzeit, eine Krankheit hier. Bohnen und Erbsen sind betroffen, 15% sind befallen, 13% Ernteverlust momentan, 50% maximal. Ausbreitung 2% innerhalb von 30 Metern. Da haben wir natürlich eine super Idee gehabt, dass wir die Felder alle zusammenpacken vielleicht. Ist das nicht so gut? Eine Pilzkrankheit, die aus dem Boden stammt und Bohnen- und Erbsenkulturen befällt. Pflanzen werden gelb und verwelken und sterben schließlich ab. Der Ernteverlust ist mäßig und die Krankheit tritt bei heißem Wetter am häufigsten auf. Sie kann durch eine Fruchtfolge mit resistenten Pflanzen eingedämmt werden. Na, dann schauen wir doch mal. Also gehen wir noch einmal die Äcker durch. Hier wollte ich noch einmal verschieben und die Rüben, die ja eine Hitzetoleranz von 5 haben, aber eine Frosttoleranz, die deutlich höher ist. Deswegen schiebe ich den nochmal darüber und setze den da trotzdem nochmal rein. Wir wollen das Unkraut schon rauskriegen. Das ist der eine Acker. War das dieser hier jetzt? Ja. Dann haben wir hier, da kommt jetzt das, die soll auch nicht verschoben werden. Nein, nein. Ich wollte ja nur mal, kannst du mir das nochmal zeigen hier? Genau. Da kommt der Buchweizen. Dann machen wir hier die Erbsen. Sollten wir die jetzt nicht machen? Wobei, es dauert ja jetzt noch ein Jahr. Vielleicht ist die Krankheit dann schon durch. So, mal gucken. Hier wird gehobelt, dann kommt der Kohl und dann kommen die Bohnen. Müssen wir auch gucken, ob das jetzt ausreicht oder nicht. Und hier haben wir noch gar nichts eingestellt. Das heißt, wir lassen mal Erbsen und Bohnen weg. Machen vielleicht auch hier erstmal einen Kohl. Und dann Hitzetoleranz 3 ist natürlich doof. Geht das da ganz am Ende? Was hast du für eine Toleranz hier? Du hast Hitze- und Frosttoleranz. Na gucke, dann machen wir doch die Karotten als erstes und dann den Kohl hinten dran. Da ist es wurscht, wann der kommt. Machen wir es so. Okay, Raubtier, wo bist du? Am Rand der Siedlung rennt es her hinter Frana, die Arbeiterin, die hier hinten irgendwo schon wieder arbeitet, wo sie nicht arbeiten soll, oder? Ist das unsere Außenstelle hier? Ja, ich glaube ja. Da haben wir aber gesagt, soll keiner arbeiten. Hier haben wir auch gesagt, soll keiner arbeiten. Aber gut, okay, das wird vielleicht noch gebaut hier. Das kann sein. So, ruckel die Ruck. Nania, wo bist du? Bring's um. Sie rennt ja noch rechtzeitig weg. 3 neue Dorfbewohner schon wieder geboren. Ja Mensch, die suchen doch alle schon nach Wohnungen. Wie sollen sie denn alle noch unterkommen hier? Bringt das Ding jetzt jemand um? Ich möchte ja immer so gerne gucken. Jetzt streunt der Wolf hier rum. Auf der Suche nach... Geht der etwa ins Haus? Er steht halb im Haus. Jetzt rennt er weg. Haha, Nania hat kurz so getan, als ob sie am Brunnen Wasser holen würde. Um den Wolf zu verwirren. Weg ist er. Sehr gut. Nania ist super. So.
Dann wollte ich nochmal auf die Attraktivität gucken. So, ja, ich verstehe, warum das mit den nahen Industriegebäuden schwierig ist. Also wir haben hier einen großen roten Bereich und kriegen, glaube ich, das gar nicht so richtig nach oben hier. Wir haben jetzt hier ja schon ordentlich was gebaut. Aber zumindest sollten wir mal so ein paar Gebäude vielleicht hier in den grünen Bereich kriegen und dann müssen wir das hier oben einfach verbessern. Dazu gucken wir nochmal, ob wir nochmal eine Statue, den Schrein hier reinbauen. Dann haben wir schon mal da 30. Aber das kriegen wir nicht besser, ne? Die Attraktivität wird nicht so viel besser. Einfach weil der Einfluss von diesen Gebäuden hier scheinbar schwierig ist. So, hier kriegen sie alle zumindest mal einen Bonus. Klar, wir können ein bisschen näher ranbauen. Bringt das uns was? Nicht wirklich. Na doch, ein bisschen. Dann machen wir das hier. Auch wenn die Straße eigentlich da lang geht. Ich würde gerne, obwohl doch, wir können es auch da machen, kommt die Straße dahin. Bauen wir da einen Schrein hin. Bemühen uns da nochmal um Attraktivität und vielleicht bauen wir auch noch ein bisschen was um. 7 Menschen sind in deinem Dorf angekommen. Sie haben vor, einzuwandern. Wirst du sie in dein Dorf aufnehmen oder abweisen? Wir haben 4 9 Monate. Die kommen immer im Herbst, ne? Immer wenn sie Hunger haben. Wir haben gar nicht genug Platz. Geht. Geht hinfort. Wir gebären selber. So. Du hast hier noch nichts, deswegen zeigst du das rot an. Hitze, Frosttoleranz, Lauch ist doch ganz gut. Und dann müssen wir mal schauen. Das wollte ich sowieso machen. Aber ich glaube, wir müssen auch noch einmal Unkraut jäten. Irgendwann machen wir das doch andersrum. Wenn der Lauch so gut funktioniert, dann soll er das so machen. Wir müssen schauen mit der Fruchtbarkeit. Die ist hier im ersten, ist sie auf 64 runtergegangen. Also vielleicht müssen wir da dann auch nochmal wieder schauen, dass wir das nach oben kriegen. Und hier würde ich gerne gucken, ob das irgendwann jemand macht hier mit dem Sand. Okay, also, Schrein kommt dahin. Wir können natürlich jetzt sagen, dass wir zum Beispiel die Räucherei, die ja offensichtlich einen negativen Effekt hat, muss ich nochmal da drauf gucken, auf die Attraktivität. Nee, das Schlimmste scheint das Ding zu sein, die Gerberei. Das stinkt wahrscheinlich. Also wir können das verschieben Richtung Friedhof vielleicht, aber ich würde gerne, das möchte ich nicht abbrechen hier mit den Klamotten. Wie viel haben wir denn eigentlich? Wir haben ja jetzt 68 Menschen. Wir haben 36 Klamotten und 34 Schuhe. Baue eine neue Schule, damit sich die Siedlung von anderen kleinen Dörfern abhebt. Eine Schule wird dazu beitragen, effizientere Arbeitskräfte auszubilden und gebildetere Siedler heranzuziehen. Ja, das machen wir gerne. Das sollten wir vielleicht wirklich mal machen. Das ist wahrscheinlich bei den Annehmlichkeiten richtig. Heilkundehaus, Schule. Kostet uns 100, aber nicht dauerhaft. 25 von dem Ton haben wir auch. 50 Bretter haben wir, 150 Stunden Arbeitskraft ist kein Problem. Und das bringt die Attraktivität auch nochmal nach oben. Aber auch nicht so krass, wie man glauben könnte. Von 7, doch plus 10 eigentlich. Ja, dann machen wir das vielleicht hier oben hin. Anstatt jetzt hier zu probieren, wie ein Wahnsinniger das alles zu verbessern. Wobei, wenn wir nur die Gerberei verschieben, das ist das, was gerade rot ist, oder? Alles andere ja nicht. Hier unten dann halt wieder. Und noch ist der Schrein auch noch nicht mit eingerechnet. Was? Brennholz? Oh Gott, Brennholz ist knapp. Wir haben hier gesagt, hier soll keiner arbeiten, ne? Das ist natürlich sehr... Hallo? Wieso darf ich das nicht starten? Ach so, weil ich hier oben ausgestellt habe. Ja, auf jeden Fall. Macht ein paar Brennholz, liebe Leute. Hups. Ja, es wird Winter. Schön, dass wir das vergessen haben. Und ich habe es noch gesagt, glaube ich. So, haben wir hier schon irgendwas noch, was wir abholzen? Nein. Naja, dann müssen wir sowieso hier oben mal ein bisschen gucken, dass wir da Sachen weghauen. Und das können wir hier auch machen. Ah, so viel... So viel ist es gar nicht, wie man denkt. Es sieht grüner aus, als es Bäume hat. Dann ist der Rest wahrscheinlich Busch. So, hier ist das Lagerhaus voll. Das sind aber die Arbeiter, die das nicht abholen. 4 Bögen, 80 Pfeile gebaut. Viel mehr brauchen wir dann hoffentlich nicht. So, jetzt wird wieder ordentlich Brennholz gemacht. Alter, was ruckelst du vor dich hin? Also manchmal verstehe ich es nicht so ganz.
wie gesagt, mein Rechner ist eigentlich wirklich fit. Aber gut. Bauen wir jetzt die Schule. Ich würde gerne sehen. 14, das dauert bestimmt auch nicht mehr ewig hier. Wir priorisieren das mal jetzt nicht weiter. Wir haben da nur einen Arbeiter zugewiesen derzeit. Warum eigentlich? Was bauen wir noch Wichtiges? Eigentlich nichts, oder? Oder haben wir nur so wenige? 6 und 1 von 3. Nee, komm. Dann dürfen da gerne mal 2, 3 dran arbeiten. Mach das Ding mal fertig, weil ich möchte sehen, was da an Attraktivität bei rumkommt, wenn wir dann die Schule vielleicht doch hier Richtung Dorfzentrum stellen und die Gerberei verschieben. Vielleicht können wir das auch im Winter einfach machen. Wobei, die Fälle kommen ja immer. So, was brauchen wir noch? Was haben wir denn hier noch? Das Rattenfängerhaus. Bisher haben wir nicht so die Probleme gehabt. Dienste minus 4 und außerdem haben wir gerade nur 13 Steuern vom Markt. Ne? Ich weiß nicht, wie wir das erhöhen. Ob wir... Was brauchen wir hier? Stufe 3 Dorfzentrum. Ich habe im Übrigen die UI einfach mal hochskaliert. Dadurch werden diese Dinger jetzt ziemlich riesig. Ich finde es ein bisschen hässlich, aber ich konnte teilweise wirklich gar nichts mehr lesen. Insofern machen wir das mal. So, die Baumschule wollte ich eigentlich bauen, ne? Aber das war halt nur für Obstbäume, die ich jetzt hier gar nicht... Wir können ja auf dem Acker keine Obstbäume machen. Heucherei, Fischer, Sammler, Bäckerei, Scheune, Baumschule. Konservierungsstätte und Käserei. Ja, ich weiß, Brennholz ist knapp, die arbeiten dran. Hoffe ich. Wir können da noch mehr einstellen, oder? Nee, können wir nicht. Und wir müssen auf Stufe 3 gehen, damit das gut wird. Ja, verdammt, das ist echt ein bisschen doof, dass ich das jetzt übersehen habe. Wie viel arbeiten hier? 2 und da auch 2. Hört mal ganz kurz auf, den Kram zu verarbeiten, damit wir mehr Brennholz machen. 30 haben wir wieder. Also die werden sich jetzt alle was holen für den Winter. Ich hoffe, dass wir dagegen anproduzieren können. Das wäre jetzt echt ein bisschen doof. So, hier arbeitet aber auch jemand. Wir haben 38 mal Sand, aber das ist nicht viel. Wohnt hier eigentlich jemand? Nö. Das scheint irgendwie keinen zu interessieren. Auch wenn wir nicht so nah ranbauen sollten, wie jemand geschrieben hat, scheinen wir diese temporäre Unterkunft, weil das war, wie gesagt, ein halber Kilometer, eigentlich nicht so schlimm. Okay. Ich gucke mal weiter hier. Wir könnten ja uns Richtung Windmühle... Okay, wir brauchen auch noch mehr Häuser. Komm, wir bauen da oben noch mehr Häuser und Hütten. Wenn wir jetzt mal sagen, das hier, die Gerberei kommt da noch weg. Hier lassen wir ein bisschen Platz. Ach, wir können es vielleicht auf die andere Seite machen, aber mit ein bisschen Abstand, damit wir hier zwischen noch einen Park hinbauen können. Und vielleicht nicht ganz so anomäßig. Wobei 6 in der Nähe eigentlich auch okay ist. Machen wir es mal ein bisschen weiter abseits. Da können wir hier einen Platz haben. Das ist auch eine Hütte, oder? Moment. Das ist eine Sammlerhütte hier. 2 Sammlerhütten. Die gerade auch total blöd sammeln, sehe ich gerade. Sammelt doch mal woanders. Alter Spiel. Jetzt geht natürlich gar nichts mehr, ist ja schon Herbst. Aber grundsätzlich sammelt doch mal eher da so. Und du sammelst eigentlich hier, aber solltest eigentlich, glaube ich, hier oben sammeln. Weil hier das ganze Blattgemüse war. Aber gut, okay. Da müssen wir auch nochmal nachschauen, wenn es wieder Sommer wird. Wann wird es nur wieder richtig Sommer? So. Ich glaube, neue Hütten. Da ist auch schon wieder rot. Na gut, ich gucke mal, ob wir hier einen Garten hinkriegen. Und dann baue ich das mit einem leichten Abstand, aber trotzdem gleichmäßig hier rüber. Da haben wir erstmal eine Viererrunde hier. Fleisch haben wir ohne Ende. So, dann geht das hier lang. Und vielleicht geht es einfach... Nee, da geht es nicht lang, sondern hier oben nochmal.
Ach, das ist ein... Habe ich hier einen freigelassen in der Mitte? Scheinbar. Na gut, da haben wir noch Platz für eine kleine Gartenanlage mehr. Okay. So, dafür brauchen wir natürlich auch Holz. Ist das jetzt eine kluge Idee? Ja, wir haben wieder 76 Brennholz. Das scheint okay zu sein, wenn man das auch kurzfristig vorm Winter nochmal anschaltet. Jetzt wird's kalt. Die Hitzewelle hat uns jetzt nicht so wahnsinnig getroffen, oder? Ich glaube, das war okay. Ich gucke mal kurz in unseren Rübenkeller. 111 mal Blattgemüse, 13 mal Beeren. Ist jetzt nicht so ein Knaller. 43 medizinische Wurzeln. So, steht die Statue? Jawohl. Ich sage immer Statue. Ich meine den Schrein. Dann schauen wir uns jetzt die Schule nochmal an. So, die Attraktivität ist da jetzt schon bei 31 und 36. Wenn wir hier jetzt näher rangehen würden, kommen wir... Naja, wenn wir hier so hingehen, warte mal, den da unten kriegen wir, dann kriegen wir das Haus auch nochmal auf 30. Den hier auf 29, aber vielleicht können wir da einfach Baum pflanzen. Und wir haben trotzdem die da oben auch alle mit drin. Oder wir bauen es hier hin. 1, 2, 39, 29, 28, das ist vielleicht gar nicht so schlecht. So, dass wir... Ja, es wäre halt klug, den da unten mitzunehmen, ne? Aber gut, ist jetzt eher so ein bisschen Gefummel. Da wird es hingehen. Dann nehmen wir die unteren nicht mit. Aber alles hier oben ganz gut. Komm, hier die Schule hin, auf dem Weg zwischen den beiden Gegenden. Da sozusagen hin. Gibt einen großen Boni und wir können ja noch ein bisschen umbauen und hier auch noch weitere Gebäude hinbauen. Sehr gut. Ich würde sagen, das ist ein guter Ort. So, 25, 50. Das wird natürlich jetzt alles nicht näher rankommen. Und jetzt muss ich mal ganz kurz gucken, ob wir hier mit der Attraktivität jetzt weiterkommen. Eine von 25 Heimstätten haben wir gebaut und das ist wahrscheinlich hier, wird das jetzt umgebaut? Jawohl. Das ist eine Baustelle, sobald die bei 30% sind, fangen sie an, den Spaß umzubauen. Und ich gehe mal stark davon aus, dass die dann dort auch mehr Leute reinkriegen, oder? Aber das werden wir gleich sehen, sobald die Heimstatt umgebaut ist. Und eigentlich müsste es doch noch eine Heimstatt jetzt geben. Die hier sind ja auch bei 31%. Wenn die genug Kohle haben, sollten die auch anfangen, das umzubauen. Dann bauen wir die Schule und vielleicht reißen wir auch, beziehungsweise bringen wir diese Hütten von hier unten einfach mal da hoch. Gerand, Amalia, Betra und Veldana. Die sind sowieso gerade alle untätig oder suchen nach einer Unterkunft. Mitten im Winter reißen wir euch jetzt das Ding ab. Sollten wir das tun? Nee, eigentlich nicht, ne? Aber ich mach's mal trotzdem. Standort des Gebäudes verschieben. Ihr könnt hier oben arbeiten. Die Attraktivität ist natürlich noch bei 0 bzw. 3. Da müsste eigentlich auf jeden Fall ganz gut sein. Vielleicht brauchen wir auch noch mehr hier, aber wir haben hier auch noch Platz und so. Also, wir bauen das mal um, mal gucken. 20 brauchen wir. 20 Arbeitskraftstunden, um das Ding abzubauen. Ist natürlich echt fies im Winter, das zu machen. So, und was mich wirklich ein bisschen stört, ich würde so wahnsinnig gerne... Es gab diesen wundervollen Bildschirm, wenn man hier so einen Platz frei hat, aber so meine ich das nicht, sondern irgendwo gab es mal so ein Plus. Und da habe ich doch diese ganzen Menschen gesehen mit Namen und so weiter. Ich konnte da draufklicken und dann habe ich alle Namen gesehen. Das gibt es hier irgendwie nicht. Ich habe jetzt überall zwei, dreimal drauf gesucht und geklickt und gemacht und getan. Weil ich wollte ganz am Anfang gerne direkt zu einem von euch springen. Ich würde jetzt gerne die Möglichkeit haben, irgendwo in irgendeiner Statistik zu sagen, wo sind meine Zuschauer und dann dahin springen. Ich kann natürlich immer sagen, ich gucke hier, Sir Milo fällt gerade Bäume und dann kann ich dahin springen und ihm zugucken. Aber dazu muss ich auch wissen, wo der wohnt. Brennholz ist schon wieder knapp, 12 nur. Ja, ja, aber es wird schon wieder Frühling, macht euch keine Sorgen. Und wir sind wieder am Arbeiten. Wir haben noch 149. Wir sind ins siebte Jahr vorgedrungen und haben schon wieder 4 neue Dorfbewohner zugewandert. 2 sind geboren. Wir haben Platz für 76. Wir brauchen noch ein bisschen mehr.
So, Heimstart macht ihr jetzt fertig. Ich wollte sehen, wie es aussieht. Aber scheinbar wollen sie nicht. Gut, dann schauen wir uns weiter um. Nach Ressourcen. Zum Beispiel könnten wir die Töpferei bauen. Und unseren Ton endlich mal verarbeiten. Ah, Moment. Kontinuierlich Holz zu ernten und Steine abzubauen. Zugewiesene Arbeiter werden Materialien im Arbeitercamp deponieren, wo ein Wagen sie einsammelt und viel effizienter in die Siedlung transportieren kann. Temporäre Unterkünfte, die in der Nähe abgelegener Arbeitsstätten errichtet werden, können die Effizienz weiter steigern. Das ist natürlich sehr gut. Merke ich gerade. So ein Arbeitercamp irgendwo in die Walachutten zu setzen und dann die einfach dort arbeiten zu lassen. Auch das müssen wir ausprobieren, wie das funktioniert. Und dazu möchte ich gerne noch ein bisschen erkunden, merke ich gerade. Wahrscheinlich wieder mit ein paar Wölfen, aber gehen wir mal hier am Fluss entlang und hier hinter den Berg irgendwo. Schauen wir da unten nochmal, ob wir da besser hinkommen. Eigentlich müssten wir unsere Wohnräume auch hier unten haben, ne? Am See zu wohnen ist bestimmt ein bisschen schöner. Ich könnte auch noch einen zweiten... Oh, jetzt haben wir auch nur noch 5 Monate. Ich baue mal noch einen zweiten Fisherman. Sammlerhütte, Fischerhütte. Ja, ist halt ein Stück weg. Vielleicht können wir da ein Lager einbasteln. Das weiß ich gar nicht. Aber hier haben wir auch schon Nahrungsproduktion. Ich mach's mal hier unten. Das soll ruhig auch die Straße von hier noch weiter runter gehen. Durch den Stein durch. Ach, wir könnten ja mal ein bisschen schief werden, oder? Nur so ein bisschen. Weil eigentlich ist es total schön, wenn man das schief macht. So. Die Steuern haben wir eingenommen. Haben wir schon wieder für 7. So, ich würde jetzt noch einmal gucken nach den unterschiedlichen Sammlern, ob die jetzt halbwegs gut. Hier ist einiges schon wieder weg. Du gehst mal wieder da vorne hin, da gibt es viel. Muss man das jedes Jahr machen? Ich meine, vielleicht reicht es auch genau, eine so eine Gegend abzugrasen. Das ist jetzt echt eine ganz gute Gegend, wobei das halt ein bisschen weiter weg ist. Und du bist momentan da drüben am Sammeln. Das ist irgendwie eine blöde Gegend. Der Sumach braucht eine Weile. Mach doch hier Weiden und so weiter. Was ist das? Kräuter. Ja, Kräuter werden bestimmt auch wichtiger, sobald die Krankheiten kommen. Und vielleicht müssen wir auch irgendwann einen Rattenfänger machen. Wer ist am Erkunden? Ist es Sir Milo vielleicht wieder? Nein, Hark. Okay, hier ist Schluss. Beziehungsweise hier geht der... Oh. Ja, ich sprach noch gerade davon. Verdammt. Hark. Der hat es jetzt bekommen, weil er hier durch die Gegend läuft. Da müssen wir gleich Nania draufhetzen, dass sie den nicht mehr in die Stadt lässt, glaube ich. Er sucht nach Medizin. Ja, die wirst du nicht finden, mein Freund. Eine Infektion, die durch Unsauberkeit entsteht und dann unter Dorfbewohnern verbreitet werden kann. Typhus verursacht Erbrechen, Hautausschlag und Fieber und kann manchmal tödlich sein. Wenn du dafür sorgst, dass Abfälle aus den Häusern entfernt werden, Häuser einen Vorrat an Seife haben und die Rattenpopulation niedrig gehalten werden, wird die Wahrscheinlichkeit eines Typhusausbruchs verringert. Okay, wir kriegen durch die Heimstätten kriegen wir Steuern. Das sage ich jetzt nicht, um den Typhusausbruch davon abzulenken, sondern, nein, das wollte ich nicht, sondern ich sage es deswegen, weil wir uns vielleicht dann den Rattenfänger doch mal leisten können. Wir haben doch den Komposthaufen, haben wir. Da sammelt Iva fröhlich Zeug. Und du hast keine Fernkampfmunition gerade. Also bleiben wir erstmal dabei. Du sammelst das Zeug. Das ist eigentlich ja richtig und korrekt. Vielleicht ist es zu nah dran, das weiß ich nicht. Wenn wir jetzt den Rattenfänger uns besorgen würden, hätten wir derzeit wirklich dann nur noch 2 Einnahmen monatlich. Aber wir werden ja jetzt mit den Steuern, also mit den Heimstätten weitermachen. Tja, Rattenpopulation, das muss natürlich auch funktionieren. Bringt das irgendwie einen Bonus hier? Das muss ja hier rein eigentlich. Eigentlich genau dahin. Welche kriegen wir mit Attraktivität noch nicht weg?
wollen wir den hier, den auch noch umbauen. Auch hier oben hin. Und dann da den Rattenmeister hinbauen. Vielleicht bringt uns das. Wobei, dann haben wir hier auch nicht so wahnsinnig viele, ne? Eigentlich muss der hier oben hin. Oder da rein. Wobei, hier ist halt viel beim Markt und so weiter. Also rein logisch gesehen müsste das doch hier viel ärgerlicher sein. Weil hier alles voll ist mit... Ich meine, ich kann das bestimmt auch verschieben wieder. Die Möglichkeit, wo der hingehen soll. Komm, wir reißen, wir bringen das Ding auch noch rüber. Wir bringen das Ding hier auch rüber auf die andere Seite. Ah, jetzt habe ich schon wieder R gedrückt. Warte mal, ist das die Übersicht? Nein, das ist die Siedlungsgebäudeübersicht. Direkt gegenüber von der Schule wohnen oder hier runter, da ist die Sammlerhütte. Hier kann auch noch einer wohnen, finde ich. Oder hier hinter der Schule direkt. So, das bauen wir dahin um und dann kommt hier der Rattenfänger hin. Jetzt ist ein bisschen die Frage, ob wir den Typhus-Kram, ob wir das wegkriegen oder ob der uns jetzt hier alles voll macht. Und schon wieder ein Raubtier gesichtet. Jetzt wird es ein bisschen schwieriger hier. Ich frage mich gerade, warum da keine Munition ist, weil eigentlich haben wir genug. Der Bogner sollte... Der hat hier 60 produziert im letzten Jahr. Im Lager liegen 20 rum. Also der ist eigentlich dabei. So, das heißt, der gute Haag läuft jetzt nach Hause. Der ist nicht mehr weiter am Erkunden. Hier ist nochmal Fisch und alles. Na gut, also bringt es uns das hier jetzt nicht so viel da, das entfernte Lager hinzubauen zum Arbeiten. Dorfbewohner von Raubtier angegriffen, ich weiß. Aber muss ich da jedes Mal, muss ich das... Beric, der Säger Beric. Wo ist unsere nächste Jägerin? Jetzt haben wir einen Typhuskranken, gleich haben wir noch jemanden mit Tollwut. Das Haus hier ist mittlerweile abgebaut. Zwei Dorfbewohner von Raubtieren angegriffen. Jetzt haut ihn um. Ja, gemeinsam seid... Oh nein. Ja, verdammt. Es ist doch jetzt jemand gestorben hier. Dorfbewohner wurde von Raubtieren getötet. Ich habe ja immer ein bisschen Angst dann. Beric wurde getötet. Ich habe insofern Angst, dass es einer von euch sein könnte. Aber in dem Fall nicht. Beric... ist wegen eines Wolfangriffs gestorben und der Meister mit seinem Typhus rennt hier jetzt gerade einfach mitten rum, ne? Mitten durch die Gegend. Und wird jetzt Kader und Arnen wahrscheinlich auch mit anstecken, wenn wir nicht aufpassen. Also, wir brauchen die Heilkundehütte. Höchstwahrscheinlich. Ist das bei den Annehmlichkeiten eigentlich? Das Heilkundehaus kostet 30 pro Monat. Wie sollen wir uns das leisten? Das geht, glaube ich, nicht. Also noch nicht. Wir müssen also sehr dringend diese Attraktivität erhöhen und da Heimstätten über Heimstätten zusammenkriegen. 25 brauchen wir davon. Das heißt, wir müssen doch viel stärker expandieren, als ich das momentan vorsichtigerweise mache. Attraktivität hier oben wird steigen. Die Heimstatt hier unten. Jetzt möchte ich noch einmal drauf gucken. Die bauen nicht um und die sind noch nicht fertig. Also werden wir auch beim nächsten Mal sehen. Also liebe Leute, ihr wisst, ich mache das hier relativ gemächlich und ruhig. Im Übrigen ist es für mich keine Option, irgendwas neu anzufangen. Wenn, also klar, man lernt dann sozusagen, wie es eigentlich geht. Aber für mich ist dieser erste Durchlauf, das habe ich glaube ich auch in anderen Let's Plays schon mal gesagt, immer am allerschönsten, so richtig in die Scheiße zu geraten und dann wieder sich da rauszukämpfen. Also ich höre nicht auf, bis hier auch der Letzte gestorben ist. Solange noch irgendjemand da ist, der vielleicht noch irgendwas retten kann, spiele ich das Spiel weiter. Weil das macht mir so am meisten Spaß. Wenn ich immer alles weiß und alles gewinne, dann macht es mir überhaupt keinen Spaß, weil dann passiert ja nichts. Dann ist ja alles richtig. Das macht ja keinen Spaß. Also mir nicht. Das ist völlig legitim, wenn es anderen Leuten Spaß macht. Für mich ist es am spannendsten, wenn es hoch und runter geht. So, liebe Leute, und Typhus ist eindeutig mal ein Runter. Wir müssen uns beeilen mit neuen Kräutern und was auch immer wir hier noch entwickeln können. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin, macht's gut.